Moin Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito of Doom hier. Ich bin heute hier mit einer neuen Replay-Analyse, heute von Berlin International Gaming, Big Zazie. Nachdem wir bereits im Dreier-Stream diese Woche Sefis Asie begutachten durften, dachte ich, wird es mal Zeit, euch einen guten Asie zu zeigen, aber keine Sorge, da werden in Zukunft auch noch Stream-Highlights von unserem Dreier-Stream kommen. Asia spielt gegen Rumble in der Midlane, hat im Jungle Elise gegen Olaf, Toplane-Set gegen Renekton und das Botlane-Matchup ist Varus Thresh gegen Aphelios und Tahm Kench. Zunächst aber die Lanes. Also Midlane wird den Push haben gegen, also Asia wird den Push haben gegen Rumble, da Asia mehr Longrange hat, er hat ein paar Mana-Probleme early on, aber das ist nach seinem ersten Back mit Lost Chapter sofort behoben, da kann er eigentlich pushen, wie er will. Rumble kann den Push theoretisch gesehen contesten, wird aber dabei sehr viel Poke einstecken, wenn er das nicht richtig gut spielt. Vor allem auf Level 2 und 3 ist das Problem mit dem Poke dann ein bisschen weniger schlimm, weil er ja sein Scrap Shield bekommt, womit er theoretisch gesehen auch starten kann auf Level 1, um einfach nicht so viel gepoked zu werden. Wobei ich nicht weiß, ob das eine Top-Lane-Only-Strategie ist oder ob das auch viable wäre gegen Asia, weil er dann seinen gesamten Push so gesehen verliert. Im Jungle haben wir Elise gegen Olaf, das ist ein beidseitig sehr Snowball-heftiges Matchup, das kann in beide Richtungen eigentlich eskalieren. Im Early Game ist es aber noch in Favor für Elise, denn Elise hat HCC und Olaf kommt dann einfach nicht raus. Das heißt, wenn Elise und Olaf sich im Jungle fighten sollten, wird Elise den Fight in der Regel gewinnen, sollte sie den Kokon treffen und Olaf bürsten können. Andererseits, ab Level 6 shiftet sich das Matchup komplett und Olaf rennt Elise runter. Außer Elise ist fett. Toplane haben wir Set gegen Renekton. Set gegen Renekton ist ein etwas schwieriges Matchup zu predikten, da das auch sehr volatil ist. Ein volatiles Matchup beschreibt ein Matchup, in dem ein Kill oder zwei Kills das gesamte Matchup einfach bumm explodieren lassen können. Ein Beispiel wäre Riven gegen Aatrox. Wer auch immer den ersten Kill auf dem anderen bekommt, wird wahrscheinlich aus dem Leben snowballen. Dennoch wird Renekton early on rein theoretisch den Push haben können, wenn er es denn möchte. Auf der Botlane haben wir Varus und Thresh gegen Aphelios und Tahm Kench, wie eben schon angemerkt. Das ist eine sehr sichere Lane. Aphelios hat ja seine 50.000 verschiedenen Pistolen, mit denen er machen kann, was er will. Und Tahm Kench kann, beziehungsweise ist ein direkter Hardcounter zu Thresh. Hooked Thresh Aphelios, wird er gegessen. Hooked Thresh Tahm Kench kann Aphelios die beiden angreifen. Das heißt, die Botlane von Zazie, also Varus und Thresh, müssen sehr viel mit ihrer Range-Advantage arbeiten, die sie early on haben, und versuchen, die Push-Prio aufrechtzuerhalten, denn wir haben auf der Botlane Double-Ranged, also Thresh ist ja so ein Pseudo-Ranged irgendwie, aber ja, auf der Botlane ein Double-Ranged-Matchup gegenüber einem Melee-Supporter-Matchup, was natürlich für den Push des Range-Supporters spricht. So. Es fängt jetzt auch an. Die Runen von ihm sind übrigens Lethal Tempo, Presence of Mind, Alacrity für mehr Attack Speed und Cut Down. Da die Gegner Olaf und Renekton haben, die sehr viel AP stacken, aber auch Tahm Kench. Und theoretisch gesehen kann oder wird Rumble auch nochmal mehr HP haben. Später mit Rylaes und Liandris und so einem Zeugs. Was Cutdown zu einer sehr guten Rune hier macht, Secondary hat der Mana Flumant und Transzendenz, was der Standard ist mit Attack Speed, AP und HP. HP zu gehen in den Runen hier ist nice, denn wir haben im Midlane Jungle Duo Mixed Damage, wir haben einmal AD und einmal AP, was die HP Rune zur eigentlich besten Effective HP Rune kreiert. Würde er nämlich für eine Armor Rune gehen, wird Rumble ihn niederbringen, wird er für eine Magic Resistance Rune gehen, wird Olaf ihn nieder oder runterrennen, basically. So, er kreiert hier bereits sehr schöne Zonen, holt sich wie bereits prognostiziert den Push. Rumble hat mit seiner E gestartet, um so ein bisschen für Poke zu gehen. Deswegen hat er auch versucht, gerade eben so ein bisschen zu flanken, aber ja. Asia ist ein sehr interessanter Champion. Da Asia oftmals entweder sehr stark contested ist oder einfach komplett garbage. Diese Ward hier, ich habe da gerade nicht drauf geachtet, eine Sekunde, ich muss kurz gucken, wo Olaf denn gestartet haben könnte. Okay, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wo Olaf startet, denn beide Laner sind auf der Lane gewesen, genauso wie Elise auch. Das heißt, diese Ward von Zazie, die er hier setzt, sollte Olaf Topseite gestartet haben, wird er hier durchrennen. Sollte Olaf Botseite gestartet haben,
ist Olafs normaler Clear ja Red into Crux into Chickens und dann Full Clear halt Topseite. Das heißt, diese Ward sollte Olaf spotten können, egal von wo er kommt, vor allem, weil er sie so früh gesetzt hat, in der zweiten Minute schon. Zu dem Punkt von gerade. Azir ist ein etwas komischer Pick, da Azir entweder Turbo hart pickt Bann und contested ist oder Turbo nutzlos ist. Aktuell denke ich, ist er in einem okayischen Spot. Er ist aber weitaus besser für Competitive Play geeignet als für Solo Queue, wieso auch Ryze, meiner Meinung nach. Da Azir sehr viel Teamkoordination erfordert. Vor allem was seine Shurima Shuffles angeht und sein Teamfighting, denn wenn man ein Azir im Team hat, shiftet sich das gesamte Teamfighting des Teams ungemein. Man arbeitet vielmehr mit zwei DPSern im ADC und in der Midlane halt, oder im Midlaner. Und ja. Hier ein schöner Trade von Sase. Wir haben Ignite raus von Rumble. Aber nichts raus von Azir. Azir hat TP dabei. Das heißt, Rumble, der einen Combat Summoner dabei hat, möchte early den Azir pressuren, weil Azir immer bessere Recoil-Timings haben wird, wenn er es möchte. Dann kam ein kleiner Gang von Elise, der Flash von Rumble wurde forciert. Wir geben für einen Push, haben 800 Gold, ist nicht der beste Bag, aber mit Durans Ring und Dagger. Nichtsdestotrotz ein sehr solider Bag eigentlich. Durans Ring ist ja fast das Doppelte an Goldwert von seinen reinen Stats. Der Dagger ist halt 100% goldeffizient, weil er natürlich das Base Attack Speed Item ist. Ein bisschen zu laut hier. Weil er das Base Attack Speed Item ist. Wohingegen Rumble jetzt 200% goldeffiziente Items im Inventar hat. Ruby Crystal als das Standard HP Item. Und Doran Shield, was ich glaube 700 Gold Effizienz oder sowas hat. Das guckt bestimmt einer von euch wunderschönen Leuten auf YouTube nach und kommentiert es unten drunter. Aber ja, wie auch schon in einem meiner letzten Analysen erwähnt, sind die Dorans Items alle schlichtweg sehr, sehr, sehr starke Early Items. Es gab sogar eine Zeit lang eine Meta, da hat man 3 oder 4 Dorans gestackt, bevor die Items so ein bisschen gereworked wurden. Da hat Dorans Ring zum Beispiel noch Regeneration für jedes getötete Minion gegeben. Ja, also Azir ist hier gerade ein bisschen am abscouten, was geht. Es passiert halt eigentlich gerade nicht viel. Aber genau das ist halt das, was Azir so stark macht, denn man kann ihn nicht einfach runterrennen. Und es scaled bis ins Unermessliche. So, Rumble ist Botside rotieren gegangen, das haben wir auch eben schon mehrfach gepinkt bekommen. Azir muss diese Wave noch accepten, das heißt, diese eine Wave, die Cannon Wave gerade, hatte Azir keinen Push, weil der Topseite gelaufen ist. Das hat Rumble genutzt, um die Wave selber zu pushen und die Prio aufzubauen und dann Botseite zu rennen. Wir wissen gerade nicht, wo sich Rumble genau befindet, wir können aber vermuten, da ist er auch, dass er sich Botseite befindet. Level 6 natürlich ein äußerst großer Spike für Rumble und dann zack, bumm, krach, wird er abgeholt, Rumble kriegt keinen Kill auf Thresh. Und man kriegt auch sonst nichts wirklich auf der Bot-Seite der Karte. Overall also ein verhältnismäßig schwacher Roam von Rumble und eine gute Reaktion von Azir, die Wave auszupushen und dann für den Counter-Roam zu gehen. Und das ist das, was ich meine. Also Azir, ich spule nochmal kurz für euch zurück. Azir will eigentlich nicht fighten so früh, da sein Schaden einfach noch nicht so wirklich gegeben ist. Aber Sazi, oder Zazy, keine Ahnung, irgendjemand wird mich bestimmt flammen in den Kommentaren dafür, wie ich den Namen ausspreche. Sieht diese Gelegenheit, roamt direkt runter, beschützt Elise. Ich glaube, Elise stirbt jetzt trotzdem, da bin ich mir nicht sicher, von Tam Kench. Aber kriegt jetzt den Olaf noch, warte, jeden Moment. Kriegt jetzt nicht den Olaf. Wow. Das war Turbo Unlucky. Mein gesamter Punkt wurde damit vernichtet. Weil worauf ich hinaus wollte war, ist, dass viele sehr, sehr gute Midlaner, wie beispielsweise halt Sase, das Game ist, glaube ich, ein Challenger Elo, oder Grandmaster zumindest, oder auch No Way For You in meiner Analyse von seinem Yasuo, roamen sehr früh und sehr schnell mit den Junglern mit.
Es gibt in High Elo sehr, sehr viele 2 gegen 2, 3 gegen 3 Skirmishes, die es in Lower Elo nicht gibt. Und High Elo Midlaner tendieren dazu, oftmals mehr Zeit in Roams zu verbringen, als auf ihrer eigenen Lane. Was unter anderem halt daran liegt, dass sie versuchen, die Karte ahead zu bringen. Aber was auch daran liegt, dass sie wissen, dass sie ihre Ressourcen anderweitig investieren können. Wie zum Beispiel hier. Wir pushen die Midlane aus, dann gehen wir Botlane. Sind 4 Mann Botseite mit unserem Jungler. Und ja, der Homie zündet seinen Stopwatch, aber das wird den Tod nur ein bisschen zurückhalten. Azir kriegt Double Kill. Und wenn ein scalender Champion so früh so viel Gold bekommt, redet man von einem Goldinflux, von Goldinflation so gesehen. Das bedeutet so viel wie, je mehr Gold es im Spiel gibt, durch Kills, durch Clownfiestas und so weiter, desto schneller erreichen scalende Champions natürlich ihren Spike. Und desto schneller, kommen scalende Champions dahin, wohin sie wollen. Deswegen ist gerade umso wichtiger auf Champions wie Vladimir, auf Champions wie Azir oder auch irgendwo Champions wie Yasuo, die ja im Late Game sehr, sehr stark sind, versuchen diesen Goldinflux und diese Inflation zu kreieren, indem sie einfach an vielen Fights und Kills beteiligt sind. Man kann es natürlich auch einfach nur sicher runterspielen, versuchen auf der Midlane zu farmen und nichts zu machen. Aber da man im Verhältnis dann viel zu lange braucht, um ahead zu kommen, lohnt es sich meistens nicht. Jeder Roam ist irgendwo ein Risiko, natürlich. Ein Roam kann gut gehen, so wie gerade, aber er kann auch schlecht laufen, so wie der erste Roam von Rumble, wenn wir uns daran zurückerinnern. Roaming ist wirklich, wirklich turbo important. Und ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig gute Roams als Midlaner sind. Hier wieder. Er pusht die Wave und er nimmt sich die Chickens. Nimmt sich jetzt einen Recall, hat TP, kann wieder auf die Lane tippen. Pusht die Wave, nimmt sich ein Plating, weil das Plating eh schon fast down war. Pusht die nächste Wave und er macht nichts. So, einer der größten Fehler, die ich in Low Elo beobachte, ist, dass sie die Lanes pushen und dann einfach nur chillen und gar nicht mehr reagieren. Sase ist entweder die Platings am Angreifen, den Champion am Angreifen oder irgendwo am Roamen oder versuchen zu roamen. Und er roamt immer dahin, wo sein Jungler gerade ist. Ich habe unter meinem No Way For You Analysenvideo gelesen, ach ja, No Way hat gar nicht so gut gespielt, sein Jungler hat gut gecarried und so. Klar, der Jungler war nicht schlecht, auf keinen Fall, aber es gehören immer 2 dazu. Und No Way musste in dem Moment dann halt die Stärken des Junglers ausspielen, genauso wie Sase hier die Stärken von Elise ausspielt, die 2 gegen 2s nimmt oder die 3 gegen 3s, sein Positioning dementsprechend spielt und so weiter und so fort. So, der Drake wird jetzt halt von Blue Team genommen, sehr schöner Equalizer von Rumble, der den Fight nochmal ein bisschen deeskaliert. Elise sollte jetzt aber auch wegkommen. Und ja. Overall nicht wirklich viel passiert. Da wird die Ult für Damage gezogen. Man darf nämlich nicht vergessen, dass die Ult immer noch Mathe, LK, 237 Damage macht. Was natürlich gegen einen Champion wie Olaf, der aktuell noch keine Magic Resistance hat, enorm viel ist. Da hinten ist gleich den Recall. Er stellt den Soldaten hinten auf, für den Fall, dass er gedived wird oder so. Nehme ich jetzt die Chickens mit. Das ist das zweite Mal, dass er die Chickens mitgenommen hat. Hat dadurch alleine jetzt schon wieder plus 200 Gold oder so. Nee. Doch, ungefähr plus 150, 160 Gold oder sowas. Nur durch diese Camps. Oder nur durch eine Camp sogar. Und ja, nehme ich jetzt Blue Buff. Haunting Geist. Geht so mit viel Yandris. Was dagegen HP-Stacker mit Cutdown natürlich sehr valuable ist. Das war ein äußerst schöner Shurima-Shuffle. Und ja, Olaf ist jetzt halt drin. Hier auch wieder. Also, ich habe
Beziehungsweise ich weiß, dass ich manchmal tendiere, mich zu wiederholen. Aber es ist enorm wichtig zu verstehen, warum gewisse Spieler so spielen, wie sie es tun. Erstens, immer mit Prio holen. Egal, was du machst. Ob du roamst, ob du für einen Drake gehst, ob du rotierst. Immer zuerst mit Prio holen. Dann geht er hoch für den Roam in ein Skirmish. Schöner Shurima Shuffle. Tam Kench hat seinen Grace Health nicht mehr gepoppt bekommen, weil er, glaube ich, schneller gestorben ist, als er dachte. Double Kill für Elise. Und jetzt hier der Rumble. Zack, bumm, krach. Und das setzt halt den Herold frei. Ich glaube, Sasa ist hier tot. Oh, wow, Alter. Holy moly, Macaroni. Okay, doch, er ist tot. War schön gespielt von Aphelios. War schön gespielt von Aphelios. War natürlich auch ein bisschen greedy von Sase. Da er easy hätte rauskommen können. Aber sich dazu entschieden hat, nochmal für den Damage zu gehen. Geht jetzt Blasting Wand. Also die letzte Komponente für Leandris. Und eine Stopwatch. Auf jeden Fall, dass es gleich einen Fight gibt. Und mit Drake, der up ist. Herald, der gesetzt wird. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es gleich wieder einen Fight gibt. Stopwatch als isoliertes einzelnes Item, ein sehr, sehr gutes Item. Ja. Der ist halt geplatzt einfach. Der ist komplett in die Luft gejagt worden. Olaf versucht reinzukommen. Er wird einfach von 4 Soldaten. Uff. Uff. Schwierig, schwierig, schwierig. Das Game geht tatsächlich auch gar nicht mehr so lange. Soweit ich mich recht erinnere, ist irgendwie irgendwas mit 20 Minuten. Ein bisschen greedy hier gewesen, aber hat noch die Thresh-Laterne. Aphelios wird gecatcht. Und ihr seht, wie schön Sase seine Range der Soldaten und seine Zone-Advantage, seine Zone-Control ausspielt. Über Zone Control haben wir auch schon geredet in dem Cassiopeia Oriana Video. Falls ihr es noch nicht getan habt und nicht wisst, worüber ich rede, guckt es euch gerne nochmal an. Also der Aphelios ist halt tot. Er geht für den Auto-Attack mit für Red Buff Proc und dann geht er mit seiner Q rein und hat so gesehen jetzt hier eine Zone kreiert, die unpassierbar für Gegner ist. Jeder, der sich jetzt in dieser Zone befindet, ist jetzt halt tot. Olaf versucht jetzt halt da oben zu retten, was zu retten ist, aber gibt eigentlich nicht mehr viel zu retten, um ehrlich zu sein. Und so, sobald seine Q wieder auf Cooldown ist, sehen wir das gleiche nochmal. Und jetzt hat er hier eine Zone kreiert, die für Gegner unpassierbar ist. Das jetzt in einem isolierten Fall hier nicht so ersichtlich. Aber wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken würden und annehmen würden, das würde jetzt 5 gegen 5 sein, dann würde das für Thresh und Varus zum Beispiel heißen, dass sie ihre Zone hierauf konzentrieren können. Und Thresh seine Hooks einfach nur hier hinwerfen braucht, weil die Gegner eigentlich nicht mehr nach dahin dodgen können, weil die sonst sehr viel Poke bekommen, genauso wie Varus. Das macht Asi das ganze Spiel über schon äußerst gelungen und gut. Geht für einen Shurima Shuffle von hinten. Stopwatch ist draußen. Und er überlebt dann gerade noch so, da der Good Guy Thresh das getankt hat. Wie gesagt, Stopwatch ist ein isoliertes Item sehr gut. Hat Leandris fertig und ja, jetzt schreddert er halt einfach durch alles durch, ne? Also ab hier ist nicht mehr. Der Baron wird gemacht, weil Olaf sich Botseite gezeigt hat. Sase zieht die Top Wave, sein Team Group Top. Da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Aphelios kommt, versucht mit seiner Graviton irgendwas zu machen. Und Sase versucht da noch zu Streamer shuffeln, aber hier ein Piekser, Alter. Tam Kench kriegt schon 200 Damage und dann die 4 Soldaten. Ich finde, Ase sieht immer echt cool aus, wenn er seine Soldaten befehligt. Aber es ist halt turboschwer, ne? Ja, und das ist dann halt Game. Wenn wir zusammenfassen, was hier genau passiert ist. Erstens mit Prio. Wie immer, Leute, mit Prio. Turbo important. Seine Roams, sehr effektiv gewesen. Und das, wie ihr seht, ist das kein Einzelfall, dass die Leute so gut roamen können. Die verstehen wann, warum, wieso, weshalb.
und ich hoffe, ich konnte euch hier auch ein bisschen näher bringen, wann, warum, wieso, weshalb ihr roamen solltet. Push-Contesten. Immer den Push holen, wenn ihr könnt. Und zu guter Letzt war da noch die Zone Control in den Zone Area. Da habe ich jetzt nur so ein bisschen rüber geglimpst. Das ist aber das ganze Spiel über passiert. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie weit man nach vorne gehen kann, was, welche Zone oder welches Gebiet einem selber gehört und welches halt nicht. Nun gut, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit der Replay-Analyse. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Und falls du ein Coaching buchen willst, such dir auch einfach den Link in der Beschreibung unten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich zu sehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bye, bye.